Pass mal auf. Pass mal auf das Wort Haus auf. Denn im Wort Haus steckt das des Einatmens, des Beginnens und auch das Ausatmen, des Schweißes im Angesicht, der endlich fertig gezimmerten Blockhütte, ferner das Au der Verletzlichkeit. Letztlich der Ausgangspunkt jedes Hausbaus, jedes Versuchs, Wände zwischen sich und die kalte Welt zu stellen, abgerundet vom Ess. Symbol der sich um den Esstisch versammelnden Speisenden, auch der Ausziehenden und der Reisenden auf Serpentinen, denn jede Odyssee beginnt per se, sozusagen von Haus aus, zu Haus. Eins, das Haus. Wir sind alle Häuser in Häusern in Häusern, hast du mal gesagt. Unsere Häuser stehen auf der Erde, das ist deren Haus. Die Erde ist in der Atmosphäre, das ist ihr Haus, und der Planet ist im Weltraum, das ist sein Haus. Es gibt so viel, das du weißt, und es gibt das, was ich dir nicht erklären kann. Wenn ein Haus brennt, dann rufst du die Feuerwehr. Das bringen wir den Kindern so bei. Doch was, wenn da tatsächlich ein Feuer wäre und trotzdem kommt niemand vorbei, weil man streitet, ob das ein Feuer schon und wie dringend das Löschen und ob wir uns das Löschen jetzt leisten können und ob es nicht auch übertrieben wäre, deswegen alles stehen und liegen. Es gibt das, was du weißt, und es gibt das, was ich dir nicht erklären kann. Zwei. Das Brennen. Es tut weh, vom Brennen zu sprechen. Es brennt noch mehr, wenn man schweigt. Es brennt und wir bauen Häuser aus Lego. Es brennt, ich koche dir Tee. Es brennt und wir spielen Fußball. Auf den Balkon fällt die Erinnerung an Schnee. Du gehst in den Töpferkurs, ich gehe demonstrieren. Manchmal gehen wir zusammen. Ich kann dir nicht vom Brennen erzählen. Das Brennen ist ansteckend wie die Wahrheit. Das Brennen beißt, das Brennen macht alles kaputt. Halt, sage ich. Warte noch kurz. Der Ton bricht, wenn er nicht trocken genug ist. Der Ton springt, wenn darin noch Luft eingeschlossen ist, in unerreichbare Höhen. Das will dann niemand mehr hören. Lass dir Zeit, sag ich. Viel Spaß, sag ich. Bis später. Und es tut weh, vom Brennen zu sprechen. Doch es brennt noch mehr, wenn man schweigt. Und dann kommt wieder irgendein brennender Mann und sagt, dass man so kein Gespräch führen kann. Drei. Das Gleichnis. Wenn man ein Haus hat, dann muss man gut darauf aufpassen. Also zum Beispiel muss man darauf aufpassen, dass das Haus nicht so aussehen lässt, als gäbe es individuelle Sicherheit ohne kollektive Sicherheit. Als könnte man einfach herausrennen, im Alleingang. Als wären wir nicht alle Häuser in Häusern in Häusern. Oft hat man aber gar kein Haus oder man hatte ein Haus und dann kam ein Bagger oder ein Waldbrand. Hinter dem Haus habe ich einen Vorrat mit Verstärkungen der Realität angelegt. Die nicht zu leugnende, die geophysikalische, die geopolitische. Direkt dahinter stapeln sich Schulbusse, die auf Klippen zujagen, sinkende Schiffe, Ruderboote und Wasserfälle, Dutzende in Brunnen gefallene Kinder. Es gibt dort sogar einen weinenden Eisbär, der nur noch mit einer Kralle auf dem letzten Stückchen Eis balanciert. Dieses Bild hast du gemacht. Ein viel zu kleines Stück Pappe. Ich schrecke aus dem Schlaf mit geballten Fäusten. Ich glaube, mir würde ein bisschen weniger Realität guttun. Ich stelle mir vor, dass es klingelt. Die Nachbarin steht an der Tür, den Fußball in der Hand. Sie ist wütend. Es hätte etwas kaputt gehen können. Und wir sollen nächstes Mal besser aufpassen. Vier. Das Mantra. Ja. Ja. Ja, vielleicht brennt da ein Haus, aber wenn, dann ist das nicht meins. Dann ist das in weit, weit weg. Unser Haus steht auf Stelzen. Unser Haus hat Fluchtwege und Feuermelder. Andere Leute haben Häuser aus Stroh, wir haben das besser gemacht. Das Haus ist nur eine Metapher. Das Haus ist nur ausgedacht. Ich weigere mich zu glauben, dass unsere Regierung, ich weigere mich zu glauben, dass hier in Deutschland, ich weigere mich zu glauben, dass, wenn es wirklich so schlimm wäre, ich weigere mich, ich wiederhole meine Weigerung wie ein Mantra, wie einen Antrag. Ich schiebe das Haus vom Tisch, um Platz für die Hausaufgaben zu schaffen. Irgendetwas geht kaputt dabei. 6. Das Fragen. Natürlich schaust du nach unten, bevor du springst. Natürlich schaust du, ob sie ein Tuch halten. Aber du fragst nicht, ob sie da unten auch eine Playstation haben und ob du vielleicht noch schnell deinen Speicherstand übertragen kannst. Es wird wie Auftauchen sein. Plötzlich fährt es dir ein wie ein Atemzug. Ich habe 43 Arten von Ausweglosigkeit im Angebot. Die meisten davon führen nirgendwo hin. Außerdem einen Fluchtwegeplan, der am Ziel zu Staub zerfällt, eine Feuerleiter, die man nach Gebrauch umwerfen kann, und wenn wir Glück haben, hat irgendjemand an den Proviant gedacht. Wenn dann noch eine Jahreszeit ist, dann wachsen auch Pilze im Wald
oder Beeren an der Hecke. In den Dornen hängt eine Jacke. In der Luft hängen Motorengeräusche im Futur 1 und 2. Natürlich drehst du dich danach um. Natürlich schaust du nach unten, bevor du springst. Aber du springst. 7. Das nächste Haus. Das Haus, das ist scheißegal. Wenn das abbrennt, das kriegen wir schon wieder hin. Selbst die Bücher, die Kuscheltiere, was zählt, ist das Leben darin. Das Haus, das ist auch nur ausgedacht. Und warum, ist ja allen bekannt. Das Haus war mitsamt allem Leben darin, als ich sprach, schon verbrannt. Ich spreche jetzt vom Haus direkt daneben, dessen Dachstuhl gerade entflammt. Und dann will ich vom nächsten Haus sprechen. Und dann von dem Haus danach. In der endlichen Reihe zerstörbarer Welten, die verloren gehen jeden Tag. Und ich will meinen Platz in der Reihe nicht wissen. Und ich will nie die Verlorenen vergessen. Doch solange ich noch kann, will ich sprechen. Von den Wäldern, den Mooren, den Seen und Zelten und vom fühlenden Leben darin. Von der endlichen Reihe sterblicher Welten und vom fühlenden Leben darin. Und irgendwann, na klar, wenn du groß bist, dann will ich dir in die Augen schauen können und sagen, na, altes Haus, vielen Dank fürs Zuhören.